Moin, moin, meine lieben Zuschauer. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von So gut wird. Heute schauen wir uns natürlich ein sehr, sehr interessantes Talent an. Julien Duranville, für den der BVB erst vor kurzem 11 Millionen knapp hingelegt hat, mit Boni insgesamt 11 Millionen. Und der jetzt natürlich vielleicht auch beim BVB durchstarten wird. Man sieht direkt, was die Stärken von ihm sind. Ein feilschneller Flügelspieler, Schnelligkeit 15, Antritt 17, dadurch natürlich 1,70 Meter groß, 59 Kilo schwer, also schon eher so wirklich eher der kleinere, wendige Spieler, der richtig da durch die Flügel durchhuscht und man gar nicht sieht, wo der ist. Dazu auch nur einigermaßen beweglich, also kann er sich auch gut drehen, hat viel Flair, ist zielstrebig, kann gut dribbeln, hat eine gute Technik, ein gutes Passspiel, einen guten Abschluss, auch was gut ist als Flügelspieler, dass man so reinzieht und auch mal im 16er abschließen kann. Weitschüsse sind da ein bisschen schlechter, aber er ist mutig, muss man auch sein auf dem Flügel, wie ich finde, wenn man 1 gegen 1 geht oder 1 gegen 2. Also ein Spieler, der schon sehr, sehr gute Voraussetzungen hat für seine jungen 16 Jahre. Er wurde erst 16, ist dementsprechend auch sehr, sehr teuer. 7 bis 21 Millionen Euro, das ist schon nicht gerade wenig. Da wird man auf jeden Fall sowieso noch warten müssen, glaube ich. Der wurde ja, wie gesagt, erst frisch 16. Aber man sieht natürlich auch, es gibt noch einige Fähigkeiten, die er verbessern muss. Vor allen Dingen als Flügelspieler finde ich, eine bessere Ballannahme muss sein, besseres Flankenspiel. Die Weitschüsse sollten auch ein bisschen besser sein, wenn er jetzt nicht unbedingt immer in 16er reingehen möchte. Antizipieren sollte er besser. Die Entscheidungen sollte bessere Entscheidungen treffen. Die Nervenstärke ohne Ball sollte noch besser werden. Auch die Übersicht, auch wenn er mal seinen Mitspieler suchen möchte, im Zentrum oder wo auch immer, auf der anderen Seite. Ja, Ausdauerbalance, klar, aber ich denke mal, auch das wird noch gut nach oben gehen, da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Kräftiger muss er auch werden, aber klar, bei 1,70 und 59 Kilogramm wird es ein bisschen schwieriger, jetzt die große Kante zu werden, N'Golo Kanté gefühlt. Aber ja, gut, jetzt sehen wir uns mal an, wie er mit 26 Jahren aussehen wird. Wer weiß, vielleicht eins dieser Talente, wo am Ende nicht viel passiert, man wird es sehen. Also ich muss wirklich sagen, wow, hätte ich nicht gedacht, dass er noch so krass wird insgesamt. Wurde um 2,05 Punkte besser. Nach langer Zeit mal wieder jemand, der später dann in der Top-Rangliste auch mal neu erscheint in drei Kategorien. Ja, also wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Im physischen Bereich um 2,38 Punkte besser geworden. Die Schnelligkeit jetzt auch bei 17, genau wie sein Antritt. Beweglichkeit um 3 Punkte besser geworden. Er wurde sogar 5 Punkte kräftiger, also nicht schlecht. Man muss aber auch sagen, er ist 3 cm größer geworden und ich glaube 10 Kilo schwerer, also sehr, sehr wichtig, dass er das noch geschafft hat. Respekt aus ihm. Wirklich ein krasser Flügelspieler geworden in meinen Augen. Die Ausdauer auch besser geworden. Klar, wenn man den Flügel hin und her läuft. Die Balance sehr gut. Er ist nicht so einfach hier vom Ball zu trennen, kann man sagen. Die Nervencheck um 6 Punkte gestiegen, um jetzt mal in die mentalen Werte zu gehen. Die Zielstrebigkeit immer noch weiter gestiegen. Sein Flair von 14 auf 16 sehr, sehr gut. Er trifft viel bessere Entscheidungen, antizipiert viel besser, ist ohne Ball, also kann sich auch viel besser anbieten, etc. Sehr, sehr guter Spieler. Auch die Übersicht immerhin noch um 2 Punkte. Und selbst im technischen Bereich um 1,71 Punkte. Das ist sehr, sehr gut. Auch die wichtigen Fähigkeiten, wie gesagt, die Weitschüsse musste er verbessern, hat er gemacht von 9 auf 12, also um 3 Punkte. Richtig gut. Passspiel noch um 2. Er kann sogar etwas bessere Freistöße und Eckbälle sogar auch um 3 Punkte. Er dribbelt um 2 Punkte besser, kann den Ball um 2 Punkte besser annehmen. Richtig, richtig gut. Und sein Flankenspiel auch um 4 Punkte gestiegen. Also wirklich eine tolle Entwicklung bei Julien Duranville. Dementsprechend auch sein Marktwert und was ihr vielleicht auch gesehen habt, welch komischer Zufall, er hat 8 Jahre beim BVB gespielt. Gut, in der Rückrunde der zweiten Saison haben sie ihn geholt für 29 Millionen, okay, also nicht so ganz so, in Anführungsstrichen, billig wie ein echter, aber trotzdem recht witzig, dass sie ihn hier auch geholt haben. Ja, danach hat er einige gute Jahre gehabt, 30, 31, dann etwas den Stammplatz verloren, 31, 32, gar nicht mehr gespielt irgendwie. Ja, da hat er auch ein bisschen natürlich einen Buße gemacht in seiner Entwicklung. Ich meine, der ist immer noch 26, also hier und da wird sicherlich noch was besser werden, deswegen werde ich ja auch unter anderem auch im nächsten Jahr, wenn zum Beispiel ein 16-jähriges Talent kommt, dann auf jeden Fall dann zum Beispiel 14 Jahre nach vorne gehen und immer das 30. Lebensjahr so als Ziel nehmen und gucken, wie gut er bis dahin geworden ist. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Können wir auch gerne Tipps geben oder Vorschläge, wie ich das sonst machen könnte. Oder ihr sagt, ja, das war's dann mit Julien und Duranville. Wirklich eine positive Überraschung. Also wirklich sehr, sehr positiv, muss man einfach sagen. Tolle Entwicklung und man kann sicherlich noch mehr rausholen. Ne? Und was für eine krasse Nationalmannschaft muss Belgien haben, dass er immer noch nur 7 Spieler hat, weil ich finde, der ist nicht schlecht. Also wirklich, da kann man nichts zu sagen. Morgen geht's dann weiter mit Thiago Thomas vom VfB Stuttgart. Ein, wie ich finde, sehr, sehr interessanter Stürmer, portugiesischer Stürmer, den sich die Stuttgarter, glaube ich, ausgeliehen haben von Sporting. Ihr könnt mich ja vielleicht sagen, der Unwahrheit bezichtigen, aber glaube ja, ne? Ich glaube, gekauft haben sie nicht. Wenn ja, dann auch cool. Ja, ich finde einen Spieler mit viel Potenzial und vielen Fähigkeiten da vorne. Bin mal gespannt, wie er jetzt auch hier im FM entwickeln wird. Ich glaube, der ist 20 Jahre alt. Das war's dann. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr sonst so machen soll. Nicht vergessen, Maximalalter 22 und ciao, tschüss, euer Dento.